Moin Freunde der gepflegten sportlichen Fahrweise. Ich bin gerade auf dem Weg zur Halle. Dort werde ich mal neue Sportbremsscheiben an meinem AMG montieren. Denn meine Mitfahrerin hat mir, wie man jetzt eben schon leicht gehört hat, gesagt, dass meine Bremsen ein bisschen zwitschern. Ich zeige es jetzt nochmal. Ja, jetzt hat man es natürlich wieder nicht gehört. Das geht natürlich gar nicht klar, dass die Mädels das schon merken. Die Scheiben hinten sind auch zugegeben schon ziemlich runter seit Kauf. Ich habe schon neue bestellt, müssen jetzt in der Halle sein und dann legen wir direkt mal los. 6-3 AMG, guck die Scheiß, mach ein Auge. Digga, besser kann's nicht laufen. 500 S-Lass vorm Haus für nur 1000. Digga, besser kann's nicht laufen, wenn's wird gelenkt. Seiten auf Null, fahr besser rechts aus dem Wechsel. So, das lief doch super. Obwohl Max Golf hier drin stand, habe ich den rausbekommen. Den ML in einem Zug drin. Jetzt habe ich leider vergessen, das Presenterlicht anzumachen. Ihr werdet es mir verzeihen. Ganz schön dunkel jetzt, kein Sonnenschein mehr. Ich habe mich jetzt hier völlig verbarrikadiert. Jetzt geht es erstmal für den ML hoch. Aber natürlich nicht ganz hoch, sondern erstmal hier die Dinger lösen. Die habe ich ja immer mit meinem Handdrehmoment fest. Es ist echt unglaublich, wie viel Kraft ich hier auf dieses Ding bekommt. Ist auf jeden Fall eine Top-Sache. Wer braucht Drehmomentschlüssel? Und da ist schon die erste Felge ab. Ich werde das Ganze jetzt nur auf dieser Seite dokumentieren, weil ich auf der anderen Seite einfach das genau gleich mache. Ich wollte nochmal auf den Reifen eingehen. Ihr wisst ja, das sind ja China-Reifen. Bisher haben sie sich auf jeden Fall sehr gleichmäßig abgefahren. Konnte jetzt keine großen Beschädigungen feststellen. Laufgeräusche sind eigentlich auch top. Ich bin bisher kein einziges Mal gerutscht. Also ich bin derzeit echt zufrieden. Kann mich nicht beklagen. Haben auch keine große Unwucht oder so. Bevor ich hier irgendwas weiteres mache, widme ich mich erstmal diesem kleinen Schräublein, was hier auch so schön markiert ist mit so einem Strich. Die Dinger haben nämlich übel Probleme. Das ist so ein kleiner Torx. Gnüdelt gerne mal über. Da suche ich mir jetzt mal so einen kleinen Torx und versuche die rauszukriegen. Weil vorher mache ich gar nichts. Wenn ich den nicht rausbekomme und vorher schon Bremssattel abschraube und so, kann ich ihn eigentlich direkt wieder ranschrauben, weil dann war es das schon mit der Aktion, weil ich nicht schweißen kann. Und Eiko gerade nicht hier ist, spammt mal in die Kommentare, wie hart ich auf Eiko angewiesen bin. Ich habe mir jetzt hier einen wunderschönen Torx 30 rausgesucht. Der passt perfekt. Einen coolen Torx und Imbus-Satz gefunden. Ich habe den mal bestellt. Achte mal bitte drauf, dass du den Schlagschrauber damit nicht benutzt, weil die sind echt nicht Schlagschrauber. Fest, die reißen. Ob ich das bereuen werde, ich sag's euch gleich. Hier sieht man auch sehr schön, wie der Mercedes-Vorarbeiter vor mir Loctite drauf gemacht hat. Allgemein finde ich, ist es eine komplette Fehlkonstruktion, auch mit dem Torx, weil ganz ehrlich, alles, was die hält, ist die Bremsscheibe in diesem Zustand jetzt gerade. Ansonsten wird die Bremsscheibe nämlich gehalten durch die 5 Bolzen, die aus der Felge kommen. Ich mache sie natürlich trotzdem wieder drauf. Haltet die Anzeigen zurück. Zweite Phase, ich muss jetzt den Bremssattel irgendwie abbekommen. Die sind von hinten mit 18ern fest. Leider hier keine Verlängerung, deswegen. Boah, Alter, wackelt das. Na gut, in der Not tut das vielleicht auch hier der TT-Krümmer. Let's go. Was mir mal so ganz nebenbei aufgefallen ist, ist, dass die offenbar doch mal angelocht waren, die Bremsscheiben. Die sind einfach so runter, dass man die Bremsen, die Punkte nicht mehr richtig sieht. Das ist ja wild. Also gebremst haben sie auf jeden Fall noch. Und hat hier auch nur einen sehr schmalen Grat. Belege sind auch noch drauf. Crazy. Der gute Bicolor-Sattel ist jetzt ab. Den habe ich hier oben ganz vorsichtig draufgelegt. Die Scheibe sollte jetzt eigentlich ganz einfach runtergehen. Die hängt natürlich noch in der Handbremse. Und ich hoffe sehr, dass die Handbremse mir nicht mit rauskommt. Oh oh. Das klingt, als wäre da richtig Spannung drauf. Oh oh. Oh, ist das schwer. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Geisteskrank. Ah ja, die ist ja auch doppelt. Kein Wunder. Da sehen wir das wohl bekannteste. Oh, wo lege ich das Ding jetzt hin hier? Also, falls noch jemand angelochte Scheiben haben möchte, einseitig. Ja, ich hätte da welche abzugeben. Oh, die sind auch schon ganz schön blau, sehe ich. Aber egal, wen juckt's. Hauptsache, die Quietschdinger sind weg. Das ist noch so eine komplette Fehlkonstruktion von Mercedes. Diese Handbremsen. Seid froh, wenn eure noch funktioniert. Ich betätige meine einmal die Woche, damit gewährleistet ist, dass hier die Züge und sowas nicht einrosten. Weil das wieder einzustellen, das Ding, das ist ganz eklig. Ich hoffe, das muss ich euch niemals im Leben zeigen. Um die Kolben der Bremse jetzt hier zurückzudrücken, habe ich dieses schöne Tool. Das setzt man einfach an, zack. Und bringt den Kolben auf Nullposition. Ich habe ja nur einen. Danke, AMG. So sieht das Ganze aus. Wie ihr seht, haben meine Bremsbeläge auch noch Belag drauf. Also es ist nicht so, dass ich hier irgendwas Metall auf Metall fahren würde.
Da hinten sieht man sogar noch den Verschleißwarner, der ja nicht ausgelöst hat. Den recycle ich einfach, den lasse ich drin, beziehungsweise den klipse ich mal so vorsichtig hinten ab und mache den dann an meinen neuen Belag wieder dran. Jetzt muss ich das Ding hier wieder lösen und dann kommen die Belege raus. Da muss man ein bisschen hebeln, weil die natürlich gar keinen Bock haben und da auch so eine Klammer hinten am Belag ist. Ich glaube, da habe ich die Rechnung wieder ohne die Konstruktion des Bremssattels gemacht. Das ist ein zweiteiliger Bremssattel und ich befürchte fast, dass ich hier oben noch so eine Klammer lösen muss. Die habe ich aber leider mit dem Bremssattellack mitlackiert und das wird bestimmt gar nicht mehr so cool aussehen, wenn ich die jetzt abmache. Ich versuche dann noch ein bisschen mit dem Schraubendreher das irgendwie hinzufuschen. Aber ich fürchte halt fast, die Klammer muss mit ab. Meine Hände sind schwarz, aber ich habe ihn rausbekommen, ohne die Klammer hier zu lösen. Ich rede halt von diesem Ding hier. Da sieht man auch ein bisschen die Klammer. Die ist jetzt noch drauf. Hier ist der Bremsbelag. Ich kenne mich nur mit Motorrad-Sinterbelägen aus, aber für mich sieht das halt ziemlich verglast aus. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so ein normales Bild ist. Auch hier die Scheibe. Also klar, die Scheibe ist extrem runter, aber ja, keine Ahnung von sowas. Für mich heißt es jetzt, da kommt definitiv was Neues. Ich habe nämlich hier wunderschöne Zimmermann mir geholt. Obwohl mir sehr viele Leute davon abgeraten haben, weil sie meinen, achso, keine Werbung an dieser Stelle, aber sehr viele Leute haben mir davon abgeraten, Zimmermann zu holen. Ich wollte es jetzt mal ausprobieren, weil die originalen Brembo-Scheiben, die kosten das Dreifache und ich hatte schon mal Zimmermann und war damals eigentlich relativ zufrieden. Also ich habe jetzt, es hat halt gebremst, ne? Das Ding haue ich da jetzt drauf. Ach, das wird eine so heftige Bremsenreiniger-Party gleich. Was natürlich den Racing-Charakter auch nochmal unterstreicht, ist hier das abgeflachte. Naja, vielleicht hat es einen Vorteil oder sie wollten einfach nur Material sparen. Wer weiß. Wo der Bremssattel jetzt kurzzeitig zweigeteilt war, habe ich die Spange doch abgenommen. Ey, es ist sonst unmöglich, dieses Ding da rein zu klipsen. Das ist ja echt, was ist das für eine Konstruktion? Das ist einfach so billig, also wirklich so dermaßen billig. Und die Scheibe sitzt drauf, wunderschön angelocht, sage ich mal, von beiden Seiten. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen Dreck in den Dingern sammeln, damit es auch aussieht, als wäre es krass durchgebohrt. Eins in den Chat, wenn ich sie mit einer Bohrmaschine alle durchbohren soll. Für die sportliche Optik. Wisst ihr, was mir mal so by the way aufgefallen ist? Diese Bremse, wir sind ja gerade hinten, sieht komischerweise identisch aus mit der Bremse, die ich damals auf meinem ML320 vorne hatte. Da wird AMG doch nicht etwa einfach nur was recycelt haben, oder? Vor allem bei dem hatte ich einen ganz einfachen Spangentrick. Man hat die Spange einfach so angesetzt und zack reingehauen. Hier geht es leider nicht, weil AMG hier halt irgendwas draufdrucken musste. Richtig, richtig, richtig krass. Das ist einfach komplett die Dieselbremse. Oh Mann, was schleift denn da? Naja, das schleift sich bestimmt frei, weil ich die Kommentare wegen dem Schleifen schon wieder sehen kann. Nochmal hier ein kleiner Nachtrag. Das ist jetzt die andere Bremsscheibe. Die schleift halt genauso. Ich denke mal, das ist die Handbremse da drin. Und die hier hat auch gar keinen Bock, irgendwie abzugehen. Ja, da wird gleich der Hammer geholt. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin heil nach Hause gekommen. Die Bremsen quietschen nicht mehr. Und ich weiß, ihr wollt alle das Endergebnis genauso sehen wie ich. Habe ich jetzt die sportliche Optik? Habe ich jetzt endlich 50 PS mehr? Und ich würde mal direkt sagen, ich zeig's euch, weil das, was ich hier sehe, welch herrliches Kfz, dieser Anlitz, insbesondere der Scheinwerfer. Ich habe gesehen in den Kommentaren, der ein oder andere hat ein bisschen Probleme damit, aber das kriegt ihr bestimmt auch noch in den Griff. Also bei mir bleiben sie auf jeden Fall, ich fühle sie ziemlich stark hier. Wunderschöne Bremse hinten, also insbesondere dieses Gelackte, was hier ja noch kommt, kommt richtig, richtig gut. Die Löcher haben schon so ein bisschen Dreck eingesammelt. Das sieht auch schon aus, als wären die Löcher durchgehend. An dieser Stelle will ich nochmal sagen, ich bohre die definitiv nicht durch. Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil, bevor die Anzeigen wieder reingeflogen kommen. Das bleibt alles so, wie es ist. Alles habe ich schön festgezogen, mit Drehmoment gelocktheit. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, warum ist meine Hand so weiß? Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass keine Quietschpaste, so eine Anti-Quietschpaste, die zwischen Kolben und Bremsbelag, die war leider nicht dabei. Das finde ich ein bisschen schade. Aber grundsätzlich kann man sagen, bin ich sehr zufrieden. Es quietscht jetzt nichts, es wackelt jetzt nicht. Der Optik tut es auch gut. Gerade so im Vergleich zu Aikos, der ja richtig gelochte Bremsscheiben hat. Sieht man das? Ja, sieht man. Finde ich das schon ein massives Upgrade an meinem AMG. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr den Kanal neu entdeckt habt, lasst mir gerne auf kostenfreier
Ehrenbasis ein Abo da. Ich würde mal sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Das nächste Mal geht es wieder weiter mit dem TT. Da habe ich auf jeden Fall noch einen Ölwechsel geplant. Verabschiede ich mich aus diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.